Hallihallo, mein Name ist Marie vom Cosplay-Duo Mimi Power. Herzlich willkommen zu unserem Video für die Lore-Woche 2020. Heute machen wir Sushi. Als Grundlage für gutes Sushi braucht ihr natürlich Sushi-Reis. Basmati-Reis oder Langkornreis eignen sich leider dafür nicht wirklich, weil der nicht so gut zusammenpickt. Außerdem könnt ihr beim Kochen vom Sushi-Reis auch eine Kombo-Alge mitkochen, wenn ihr möchtet. Für die Marinade für das Sushi braucht ihr ein wenig Salz, ein wenig Zucker und natürlich Essig. Am besten eignen tut sich natürlich ein klassischer Reisessig, ihr könnt allerdings auch einen Weißweinessig oder einen ähnlich milden Essig hernehmen. Außerdem haben wir noch eine rote Lebensmittelfarbe mit dabei, weil wir einen Teil vom Reis rot einfärben. Zum Wickeln der Maki braucht ihr Nori-Algenblätter. Außerdem könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch Sesamkörner mit dazu nehmen zum drüberstreuen oder als Dekoration. Nun zu den Zutaten selbst. Ganz klassisch verwenden wir heute natürlich Lachs, außerdem noch Gurken, Karotten, Kohlrabi, Schnittlauch und eine Mozzarella. Zum Schluss möchten wir noch eine süße Sushi-Variante machen und haben deshalb noch eine Banane da. Nun gehen wir daran, alle richtigen Sachen vorzubereiten. Als allererstes messt ihr den Reis aus, gebt ihn in ein Sieb und wascht ihn gut durch. Dann gebt den Reis in den Reiskocher oder, wenn ihr keinen Reiskocher habt, ganz normal in einen Topf und gebt die doppelte Menge Wasser dazu. Außerdem eben, wie bei den Zutaten schon gesagt, wenn ihr wollt, auch ein wenig Kombo-Alge und schaltet das Ganze ein. Der Reiskocher macht die Arbeit für euch von selbst, aber wenn ihr den Reis im Topf macht, müsst ihr gut aufpassen, dass euch der Reis nicht übergeht oder anbrennt. Lasst ihn zuerst 2 Minuten lang kochen und danach schaltet ihr auf eine kleine Flamme und lasst ihn ungefähr 10 Minuten vor sich hin köcheln. Kostet dann zum Schluss noch, ob er nicht zu hart ist, sonst lasst ihr ihn noch ein wenig länger köcheln. Während der Reis vor sich hin kocht, könnt ihr derweil die Marinade vorbereiten. Dafür gebt ihr für einen halben Kilo Reis 6 Esslöffel Reisessig, 4 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel Salz in einen kleinen Topf und erwärmt ihn vorsichtig, bis sich der Zucker und das Salz komplett im Essig aufgelöst haben. Danach könnt ihr die fertige Essiglösung einfach auf die Seite stellen, bis sie kalt wird. Sobald der Reis fertig ist, fischt ihr die Kombo-Algen wieder raus. In meinem Fall habe ich die Kombo-Algen ein wenig zu klein zerbröselt, dadurch war es ein bisschen komplizierter zum Rausfischen. Und danach gebt ihr das Ganze einfach in eine Schüssel und gebt die Marinade vorsichtig drüber und rührt alles vorsichtig um. Während der Reis langsam kalt wird, könnt ihr derweil das ganze Gemüse vorbereiten. Dafür schält ihr Karotten und Kohlrabi und schneidet alle Zutaten in möglichst kleine, längliche Streifen. Für mich hat sich die halbe Gurke am besten geeignet, da sie genau die Länge eines Nori-Blattes hatte. Aber es ist kein Problem, wenn ein paar kürzere Streifen dabei sind, ihr könnt das dann einfach stücken. Schaut allerdings, dass die Streifen möglichst schmal sind, so könnt ihr die Makis dann feiner rollen und ihr habt mehr Inhaltsplatz. Nun kommen wir zum Lachs. Ich habe für dieses Mal Sushi machen nur einen Lachs mit Haut gefunden und musste ihn daher zuerst schälen. Passt hier bitte ganz gut auf, dass er nicht zu viel vom Lachs selbst entfernt. Beim Lachs brauchen wir nun 2 verschiedene Arten von Stückchen. Einmal kurze, breite Streifen, die wir für die Nigiri-Sushi brauchen. Und dann, wie beim Gemüse davor auch, längliche, schmale, die für die Maki-Sushi geeignet sind. So, und damit haben wir alle Zutaten vorbereitet und können loslegen. Normalerweise würde man die Maki-Rollen mit dem ganzen Nori-Blatt machen. Für uns hat es sich allerdings als angenehmer herausgestellt, wenn man zuerst ungefähr 1/5 des Blattes abschneidet und nur mit einer kleineren Fläche rollt. So werden die Makis ein wenig kleiner, was einerseits feiner zum Essen ist, andererseits feiner zum Rollen. Die übrig gebliebenen Stücke des Nori-Blatts könnt ihr trotzdem noch verwenden, zum Beispiel indem ihr schmale Streifen runterschneidet, für die Nigiri als Dekoration. Wichtig für die Arbeit mit Sushi ist es grundsätzlich immer, ein Gefäß mit Essigwasser neben einem stehen zu haben.
Dafür könnt ihr einfach ganz normalen Tafelessig verwenden, bitte möglichst günstig und billig, ihr müsst dafür keinen besonderen Essig hernehmen. Dieses Gefäß könnt ihr einerseits verwenden, um eure Hände in Essigwasser zu tauchen und ihr bleibt nicht so viel am Reis kleben. Das würde ich empfehlen, immer zu machen, sobald ihr mit dem Reis in Berührung kommt. Und andererseits könnt ihr das Messer darin tauchen, mit dem ihr die Maki dann schneidet, da auch das Messer sonst an den Makis komplett wickeln bleibt. Nun zeige ich euch, wie ihr ein Nigiri-Sushi formt. Dafür nehmt ihr eine kleine Handvoll Sushi-Reis und drückt ihn zusammen wie eine Art Grießnocker. Anschließend nehmt ihr euch eines der dickeren, kürzeren Streifen vom Lachs und legt es vorsichtig drauf und fixiert das Ganze dann mit einem der Algenstreifen, die wir vorher vorbereitet haben. Das geht ganz easy und ihr könnt schnell mehrere hintereinander machen. Ihr könnt, wenn ihr das mögt, auch unter den Lachs einen Tupfen Wasabi geben. Und nun zur Maki-Rolle. Das Rollen selber braucht einiges an Übung, also wundert euch nicht, wenn es nicht beim ersten Mal sofort gut gelingt. Hierfür legt ihr ein Nori-Blatt schön mittig auf die Bambusmatte. Nun holt ihr euch eine Handvoll Reis und drückt ihn auf den unteren zwei Drittel des Blattes fest. Lasst ganz unten noch ungefähr einen Zentimeter Streifen frei, so könnt ihr es dann einfacher wickeln. Dann nehmt ihr euch ein paar der Zutaten und legt sie auf den Reis. Zum Schluss befeuchtet ihr das obere Drittel des Nori-Blattes noch, dann klebt es besser aneinander. Und dann rollt ihr die Bambusmatte zusammen. Passt dabei gut auf, dass ihr nicht zu viel Luft mit einrollt, da sonst die Maki sehr instabil werden. Eine weitere Sushi-Art sind Uramaki. So nennt man die verkehrten Maki, also die mit dem Reis außen und der Alge innen. Für Uramaki müsst ihr am Anfang genau schauen, wie breit die Nori-Alge auf eurer Bambusmatte ist. Dann nehmt ihr euch wieder eine Handvoll Reis und verteilt ihn rechteckig auf der Fläche, auf der ihr ungefähr die Alge dann haben möchtet. Drückt den Reis am besten ganz fest an, damit er dann nach dem Rollen nicht auseinanderfällt. Anschließend platziert ihr die Nori-Alge auf eurem Reis, legt euch wieder die Inhalte, die ihr für dieses Maki haben wollt, in die Mitte und rollt das Ganze zusammen. Auch hier müsst ihr wieder gut schauen, dass ihr nicht zu viel Luft mit einverarbeitet. Zum Schluss könnt ihr die Rolle noch in Sesam wälzen oder ihr streut wie wir einfach Sesamkörner drüber. So, und nun eines der wichtigsten Kapitel, wie schneidet man Sushi richtig? Wichtig dabei ist es, dass ihr von der Rolle nicht einzelne Stücke runterschneidet, sondern sie immer halbiert. Dadurch werden die Stücke alle ungefähr gleich hoch und schauen nebeneinander viel besser aus. Wichtig, wie ich davor schon erklärt habe, ist es, das Messer immer wieder in Essigwasser zu tauchen, da es sonst viel zu sehr am Reis pickt. Falls Stücke überhängen, könnt ihr sie ohne Probleme einfach abschneiden, bevor ihr mit dem Schneiden beginnt. Und wieder. Einfach halbieren, halbieren, halbieren. Eine sehr kreative Variante, die wir heute ausprobiert haben, ist Poke Maki. Ich würde euch hier empfehlen, die Nori-Alge nicht ganz so sehr abzuschneiden, wie wir für die normalen Maki gemacht haben, sondern nur einen kleinen schmalen Streifen, ungefähr 2 cm breit, zu schneiden. Diesen Streifen könnt ihr dann gleich weiterverwenden. Wir brauchen nämlich zwei ungefähr 2 cm breite Nori-Streifen, die wir zu einem L formen. Hier seht ihr, wie das gemacht wird. Platziert dann die beiden L in der Mitte und auf der unteren Seite des Reises. Für Poke Maki teilt ihr die Fläche auf eurer Nori-Alge in zwei Hälften. Wie ihr seht, ist eine Hälfte der Nori-Alge mit weißem Reis bedeckt, die andere mit rot eingefärbtem Reis.
Außerdem brauchen wir für einen Pokéball natürlich ein Zentrum. Dafür habe ich ein paar Kohlrabi-Streifen mit einem schmalen Streifen Alge umwickelt. Macht das am besten sehr nass, dann klebt es viel besser. Das zentrale Stück legt ihr dann ungefähr mittig auf die rote Seite des Pokémaki. Und dann rollt ihr alles ein. Beim Pokémaki ist es sehr schwierig, ein gleichmäßiges Verhältnis zu bekommen. Also seid nicht enttäuscht, wenn es mehr eine Yin-Yang-Form bekommt als eine Pokéball-Form. Gut schmecken tut's in jedem Fall. Zum Schluss haben wir dann noch die Bananen verarbeitet. Ich würde hier empfehlen, die Bananen vielleicht doch erst gegen Ende hin zu schneiden, da sie in unserem Fall durch die lange Zeit schon ziemlich braun geworden ist. Und damit sind wir fertig mit unserem Sushi-Tag. Wir haben insgesamt 4 Becher Reis verarbeitet und genau 2 Kuchenplatten voller Nigiri und Maki-Sushi zusammengebracht. Das übrige Gemüse, und es wird immer was überbleiben, könnt ihr dann einfach als Gemüsesticks verwenden und noch eine kleine Dipsoße dazu machen. Zum Essen braucht ihr dann natürlich noch Sojasauce, Wasabi und eingelegte Ingwerscheiben. Ich hoffe, euch hat unser Video gut gefallen und ihr schaut euch auch noch die anderen in den kommenden paar Tagen an. Viel Spaß beim Nachkochen und bis dann!